Kirchensteuer, nebulöse Versprechen, Nerverei. Ja, das passt ja hier gerade aktuell nach Berlin, muss man sagen, weil das haben wir ja auch am Freitag in der Sendung gemacht. Also das wusste ich wirklich nicht und ich hätte es auch nicht gedacht, wenn man halt weiß, wie das Vermögen beider Kirchen, kriegt man übrigens auch, wir haben nochmal richtig nachrecherchieren lassen, wir haben ja auch ein paar Redakteure, die gar nicht Gag schreiben, sondern wirklich nur als Journalisten für uns arbeiten. Wir haben nochmal eine Woche versucht rauszukriegen, wie reich ist die evangelische Kirche. Sie behaupten, sie wüssten es selber nicht. Es ist wirklich, so könnte ich es zusammenfassen, weil sie sagen, ja, was unsere Immobilien jetzt genau wert sind, wer kann das schon sagen und so. Aber beide Kirchen zusammen sind unfassbar reich, kriegen jedes Jahr nochmal von jedem Steuerzahler, also nicht nur von Protestanten oder Katholiken, diese rund 20 Milliarden pro Kirche. Schadenersatz ist das für Enteignungen, die über 200 Jahre zurückliegen. Das ist Schadenersatz für Enteignung von Napoleon aus dem Jahr 1806, richtig, tatsächlich. Darauf berufen die sich heute noch. Deswegen müssen wir alle die Kleriker von Katholen und Evangelien bezahlen, selbst wenn wir nicht in der Kirche sind. Deswegen treiben Finanzbeamte, für die Kirchensteuer an. Das ist alles die Entschädigung für die schlimme Sache, die 1806 passiert ist. Völlig richtig. Aber dass sie dann auch noch die Hälfte von so einem Kirchentag sich vom Steuerzahler finanzieren lassen, das habe ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich baff. Und wenn man dann noch Frau Merkel kostenlose Wahlkampffläche am Brandenburger Tor zur Verfügung stellt, dann ist das Geld ja super angelegt.